Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Na, ich habe echt ganz kurz einmal kurz überlegen müssen. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Manchmal ist das halt so. Und ich hoffe jetzt auch wieder ruckelfreier. Ich hatte ja nochmal ein bisschen an meinem PC rumgefummelt und also vor allen Dingen hoffe ich, dass es ruckelfreier ist, wenn wir dann da ankommen. Das wäre mir mal wichtig. Er macht so ein Geräusch. So ein Jijin, 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 wenn er auflädt da. So, zweites Aquarium. Hedge ran. So, und dann kommen hier jetzt erstmal die kleinen Eier rein. Ach, das sind doch aber die, das Icon sah so anders aus. Das sind doch die, ja, was sind das denn nochmal? Das sind doch die, sind das nicht die, die Kaninchenrochen? Ich glaube, ne? Und das ist aber, glaube ich, hier so ein Pupsfisch. Die Siku, meine ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Hier erstmal was aus der Hand nehmen. Wo ist denn hingeschmissen? Da. Wow. Die sehen gut aus. Foto. Foto. Guck mal, wie die posieren. Boah. Sind ja richtig, ne? Man kann auch nicht reingucken, ne? Oder was drin ist? Mal anklopfen. Ich glaube, dass das eventuell diese. Ich habe keine Idee. Das wird so eine kleine Echse werden hier. Das werden diese. Na, diese mittelgroßen Fische, die einen da auch mal beißen sein. Da gehe ich von aus. Die werden sich aber umgucken, wenn die plötzlich im kalten Wasser sind. Haha, hier habe ich aber das Sagen. So sieht das aus. So, bin ich lieb, es wird gegessen. 100%. Was haben wir denn hier noch? Ja, komm. Obwohl, machen wir noch eben. 97, da haben wir sie beide voll. So, da haben wir sie alle voll. Das ist ja auch eine gute Sache. Aber ich glaube, Ersatz brauche ich, glaube ich, nicht dann da drüben. Das ist, weiß ich nicht. Das ist, ich habe echt viel, also jetzt mit 6000 Strom. Wir können uns für den Anzug eine Powerzelle nochmal mitnehmen, dass wir mal eine dabei haben. Das kann nicht schaden. So, dann können wir eigentlich schon mal wieder Lebensmittel packen, ne? Oder? Wasser. War ja irgendwie so das Problem bei mir ein bisschen. Ich futter mich mal eben an den Melonen satt hier. Und du bringst da auch Wasser, oder? Neuen Baum? Ja, ein bisschen. Ups, das wollte ich nicht. Neuen Baum Probe. Guck mal, wie die da im Wind weht, ne? Unglaublich. Der Laternenbaum brauche ich auch noch. Die Minkpflanze ist, glaube ich, nur hübsch. Ich glaube, die sieht nur gut aus. Sind wir denn jetzt hier durch? Ja, sehr schön. So, dann können wir den ja noch eben abbauen, weil der geht mir da auf den Nerv. 4. Nee, nicht benutzen. Hier, abbauen. So, ich konnte die nirgendwo anders hier hinhängen, ne? Das war das Problem, glaube ich. Ne? Ich habe keinen anderen Platz dafür gefunden, ne? Wo ich die gut hinhängen könnte. Ja, weil. Ja, aber so ist da auch doof. Das verstehe ich nicht, dass das Spiel die so überlappen lässt, aber hier hat es dann ein Problem. Warum kann man sowas eigentlich nicht drehen und auf den Boden packen? Oder warum kann ich das nicht hochkant drehen zum Beispiel?
Moment, da eben ging's doch. Da ging's doch irgendwo. Irgendwo ging's da doch eben. Ganz versehentlich. Wo war denn das? Da oben. Ja, es kommt aufs selbe raus, aber stört nicht ganz so beim Durchlaufen. Nee, das stört jetzt gar nicht. Dann könnt ihr da bleiben. Das ist jetzt auch nicht viel anders als vorher. So, dann haben wir alles, ne? So schnell können die hier auch nicht ausschlüpfen. Unwahrscheinlich. Davon würde ich ganz gerne noch mehr finden. So, wir haben Energiezellen, wir haben Messer, wir haben Scanner, wir haben noch, was macht denn unser Glitzerschrank? Wir haben noch Diamanten, nehmen wir noch mal ein bisschen mit. Dann können wir von den, ach, hier wieder alle verbraucht. Nun gut. Nun gut. Ja, die müssen wir auch noch mal einpflanzen. Aber da können wir erstmal warten. Das jetzt. Zack. Aber ihr müsst mir noch in der letzten Folge, also ne, in die Kommentare schreiben. So und so sieht's aus, Well. So. Ich hatte hier die Sachen alle drin, ne? Die nehme ich mir sicherheitshalber schon mal ins Inventar. Lasercutter werden wir nicht brauchen. Das Stasis-Gewehr werden wir brauchen. Wahrscheinlich. Irgendwo werden wir es benötigen. Und irgendwas hämmert hier gegen die Tür. Lass das! Warum machst du das? Was macht unser Strom? Puff! Hat aber welchen verbraucht. Erstaunlich, sowas. So, hier wächst alles vor sich hin. Okay, dann gehen wir auf Reisen. Engine powering up. Portalgefängnis. Ab dafür. Wir werden bestimmt unterwegs Ärger mit Fischen kriegen. Spätestens hier, wenn wir irgendwie da. Es kommt da gleich rotes Biom oder sowas. Da wimmelt es doch wieder vor rein. Ja, aber wenn ich es leiser mache, ist es auch nicht viel besser. Mensch. Das wissen wir doch beide. Oder? Es ändert nichts Großartiges. 340, 324, 17. Wir gehen schon mal ein bisschen runter. Obwohl, das machen wir nicht. Ups, und da kommen sie auch schon. Ne, doch nicht. Die waren zu weit weg. Sehr schön. 217. Warum ist das direkt unter mir? Muss ich so viel tiefer? Hier ist doch aber Pilzwald. Der muss noch mal spawnen gleich. Hier müsste irgendwie der Pilzwald kommen. Ach nicht, jetzt fang ihr nicht an rumzumühlen. Wo ist es denn jetzt hin hier, meine Anzeige? Ich glaube, ich habe aufgesetzt. Irgendwo. Portalgefängnis, 46 Meter. Dann fahren wir wieder ein bisschen zurück. Versuchen mal hier runterzukommen. Ja, sehr cool. Da müssen wir rein. Hier ist der Eingang. Oh, jetzt gibt's aber Prügel hier. Engine powering down. Komm mal her. Moment, was wollte ich? Hatte ich alles, ne? Davon nehme ich aber noch ein paar mit, sicherheitshalber. Komm jetzt rein da und jetzt kriegt er auf die Mütze hier. So geht das ja nicht. Habe ich Essen mit? Nee. Wow, 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 da bin ich aber gleich tief gefallen hier. Hi, komm her, wo bist du? Los, komm her, leg dich mal mit Stärkeren an.
Na? Ja, jetzt hat er mich Schiss bekommen. Immer dasselbe. Da ist er ja. Ja, komm her. Na komm, ich mach mit Faust. So. Ach, du hast dich da verheddert. Erbärmlich. Kommt mir gar nicht rein. Wird knapp eingepackt. Ich will das Licht noch ausmachen. Das lockt die nämlich auch. Eigentlich hätte das Licht ausgehen müssen, wenn ich den Motor ausschalte. Dachte ich jedenfalls. Und ich wollte noch was zu essen mitnehmen. Ist ja blöd, wenn wir sonst nichts haben. Hab ich keine Fische mehr? Das müssen wir eben ändern. Das geht nicht. Ich dachte, ich hätte hier noch Fische. Dann hätte ich ja die Nahrungsblöcke mitgenommen sonst. Wenn ich das jetzt geahnt hätte. Komm her, du musst mitkommen. Komm her, auch mal. Komm, sonst tust du mir noch leid. Wo bist du hin? Lachst du mich aus oder was? Oh. Dann komm du mit. Bumerang. Das ist Deko nur, ne? Oder seid ihr echt? Oh, mal diese Deko-Fische. Ich brauch was zu essen. Ich brauch da nicht runterzugehen, wenn ich hier nichts zu essen mitnehme. Oh, ist natürlich ein denkbar schlechter Ort, um Fische zu fangen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was der Pieper hier gemacht hat. Ich glaube, hier gibt es gar keine Fische, oder? Doch, da ist einer. So, machen wir das so. Hier müssen noch mehr sein. Wo einer ist, müssen noch mehrere sein. So ein Hai würde ich ja gerne ausschlachten, ne? Wen frisst der denn da? Fress mir nicht alles weg, ich habe auch Hunger. Lass den Scheiß. Lass den Pieper in Ruhe. Das ist meiner. So ein Arsch! Das gibt's doch gar nicht. Boah, ey. Frisst er mir den letzten... Was ist nun los? Nein, den da will ich nicht. Kann man den essen? Kann ich den einsammeln? Das ist ja auch mal ein schönes Bild, ne? Ist bestimmt sauer, wenn er zurückkommt. Wir müssen mal eben nach oben. Oh Mann, ey. Aber jetzt echt ohne Essen ist doof. Also ich habe Pflanzen an Bord. Aber das bringt mir nichts. Gut, schlimmstenfalls muss ich halt mal wieder hin und her rennen. Aber das wollte ich ja vermeiden. Wenigstens müssen wir nicht mehr durch die Lava. Ja, ich mach doch schon. Das kriegst du doch mit, oder nicht? Was soll ich noch machen? Mädchen. Runter da. So, ich hoffe, dass ich jetzt mal auf dem Weg irgendwie ein, zwei Fische sehe und dann schnappe ich mir die mit der Kanone hier. Ansonsten gehe ich da jetzt auf alle Fälle erstmal so rein. Was soll's. Das war ja nur so ein Akt, weil ich immer durch die Lava musste. Man hat mir aber auch gesagt, das war gar nicht so die schlechteste Idee, dass ich da... Wo? Da. Komm her. Komm her. Hier muss doch noch einer sein. Ah, da ist wieder ein Messmer. Den kann ich nicht gebrauchen. Der hypnotisiert mich nur wieder. Das muss auch nicht sein. Das Salz können wir gleich mal... Dich habe ich doch vorhin schon gesehen und gesucht. So, Salz. Ich habe nicht mal mehr Lust, mich zu bücken. Ich nehme das so auf. Auch wenn es ein bisschen Strom kostet. Alles klar, läuft doch. Und... Ein Salz hätte ich ganz gern noch. Noch ein Pieper. Weil ich auch nicht weiß, ob ich Salz mitgenommen habe. Noch ein Pieper. Alles klar.
Nimm doch mit. Was denn? Im Inventar voll oder was? Na, klasse. Jetzt habe ich ihn verloren. Okay, dann eben schnell was kochen und dann aber los hier. Ich bin ja froh, dass ich doch noch welche gefunden habe. Nur sei blöd, ich habe auch heute auch keine Lust, immer wieder hin und zurück zu laufen. Wirklich nicht. So, wir nehmen hier nochmal großes Wasser mit. Das kleine kann hier bleiben. Ich brauche auch keine drei Energiezellen. Nee, wie ich schon dachte, ich habe gar kein, ich habe gar kein Salz dabei. So, das ist gut, die bleiben lange frisch, die kommen da rein. Einmal nach davon naschen. Und dann gehen wir rüber. Ach, hier, der Anzug steht da schon unten. So, mit leichter Verzögerung. Aber jetzt können wir uns da auch richtig austoben. Na, Spiel. Alles klar bei dir. Und runter da. Irgendwo hier hin. Ich glaube hier durch. Ja, da ist es. Ich komme. Sehr schön. So. Ach, guck mal, das sieht ja cool aus. Das ist auch mal ein schönes Bild. Warum kann ich hier nicht raus? Ah. Ach so, hier ist ja Sauerstoff. Ach, das ist doch mal ein cooles Bild hier, oder? Zack. Also wir könnten jetzt ja auch ohne Anzug, aber nö, ich nehme den mal mit. Das mit den Lichtern und dem Anzug soll übrigens gefixt werden, ne? Da sind sie bei. 29, 30 FPS, ja, es läuft jetzt schon dort 14, 5, okay, aber das ist ja nur der Nebel da. Das mit den Lichtern, dass die auf den Anzug nicht reagieren, das ist, glaube ich, in der experimentellen schon gefixt. Das ist auf Trello jedenfalls als erledigt markiert. Das ist ja diese Seite, der man sehen kann, was sie gerade ändern und wo sie bei sind halt. Aber ich habe ja die stabile Version hier am Start. Die Reise dauert aber wirklich immer ein bisschen, ne? Also ich habe jetzt da keine Lecks gerade. Da sind wir. Guten Tag. Also jetzt hat es gerade auch wieder richtig geleckt, aber da müssen wir das Spiel wahrscheinlich mal einfach ganz kurz hier unten laden lassen. Naja, 20 FPS. Es hält sich in Grenzen. Ist aber nicht so schlimm wie letztes Mal. Ich würde ganz gerne nochmal mit dem Anzug da unten rein und den vielleicht scannen. Na, mein Freund? Das soll ja angeblich, also am Kopf soll man ihn vielleicht scannen können. Lass uns das doch mal eben probieren. Wo ist mein Scanner da? Mit einem Stase-Gewehr würde ich den da ungern anschießen wollen. Obwohl, das können wir auch mal versuchen. Ja, sehr witzig. Ja, durch den Körper geht das nämlich einfach so durch. Du lässt mich mal in Ruhe da.
kriegen wir doch hin. Wenn wir irgendwie am Kopf anfangen zu scannen, können wir es schaffen, hat es geheißen. Irgendwie. Also sorry, den kann man nicht scannen. Also den ich, gut, man hat sich ja auch aber auf den Sea Dragon bezogen, aber den müsste ich doch auch scannen können, oder? Den müsste man doch, eigentlich sollte man doch meinen, dass ich den auch scannen kann, Mensch. So, komm, wir machen nochmal einen zweiten Anlauf, der kommt ja gleich wieder. Nee. Also ich habe die ganze Zeit über rechte Maustaste gedrückt gehabt, ging nicht. Schade, der sieht sehr eindrucksvoll aus. Da hätte ich ganz gerne weitere Informationen drüber. Ach, und in der Eierkammer habe ich wohl auch noch ein riesengroßes Ei übersehen. Ich glaube, ich weiß auch wo. Das liegt da in dem einen Schrank und Kaninchenrochen ist geschlüpft. Okay. Welcome aboard, Captain. Hüpfen wir hier mal runter. Hier sind noch ein Portal. Das ist mal so richtig verschüttet, ne? Aquarium Warp Tor. Datendownloads. Aquarium Warp Tor. Scans zeigen, dass dieses Warp Tor nicht mehr aktiv war, seit die Einrichtung verlassen wurde. Es diente wahrscheinlich als Zugangspunkt zur Oberfläche des Planeten. Es ist viel zu klein für das Meeresherrscher-Exemplar. Aber ein Jungtier könnte hindurchpassen. Das ist ja aber auch gemein, ne? Oder? Ist der eindrucksvoll groß. Wahnsinn, ne? Oder? Echt eindrucksvoll. Krass. Da hätte ich ganz gerne mal eben ein Foto von. Eigentlich würde ich ganz gerne, dass sie sich nochmal hier unten hinsetzt und bei den Eiern da. Leck. Treibstoffkristall einsetzen. Oh, da kommt er. Da kommt er. Oh, wie geil. Komm, setz dich hin. Ja, wie cool. Komm, 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 komm. Gib mir ein Foto. Gib mir ein Foto. Wow, krass, ne? Oder? Wahnsinn. Der Hammer. Aber er guckt ganz friedlich. Er guckt wirklich friedlich. Ein bisschen traurig guckt er. Und er zwinkert mit dem einen Auge. Ach, du setzt dich immer hier hin, wenn ich hier bin. Um aufzupassen vielleicht. Wir scannen das mal eben. Brutgerät. Dieses fremde Gerät ist eine Art Brutkasten und intravenös mit den Eiern des Leviathans verbunden, sodass Nährstoffe eingebracht werden können. Meeresherrscher-Ei. Ich tue dann Eier nichts, keine Angst. Ich will nochmal ein Foto machen. Wir scannen die erst nächste Folge. Ja, nee, echt nicht, weil ich ein Arsch bin, aber ich will nächste Folge auch noch was Cooles für mich haben. Und das habe ich dann auf jeden Fall. Das habe ich aber auf jeden Fall dann. Das ist das Bild, was ich haben will. Zack. Glaube ich. Oder so. So ist schön. Das ist ein Bild. Ja, sehr schön. So, das Portal, da kann man vielleicht hier auch nochmal aktivieren. Also das aktiviere ich jetzt gerade nicht. Wer weiß, was dann passiert. Dann bricht hier vielleicht sogar die Hölle los. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ende des Spiels, muss ich sagen. Wow, da ist er auch schon wieder weg. Was ist das da eigentlich noch für Lichtschein oder ist das nur Licht? Macht das nichts sonst?
Wir haben auf alle Fälle so viel Essen und Trinken, dass wir hier problemlos bleiben können. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich im Wasser ausloggen möchte. Also ich höre jetzt ja selber auch auf. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Und wie gesagt, vor irgendwie Sonntag rühre ich das Spiel selber nicht mehr an. Das heißt, ich muss ja auch warten jetzt. So, das betrifft also nicht nur euch. Und ich muss sogar noch länger drauf warten als ihr. Weil für mich ist jetzt Dienstag und ich darf fast eine ganze Woche drauf warten. Und für euch ist ja, ne, jetzt Sonntag. So, ich wünsche euch übrigens noch ein schönes Restwochenende. Und ich werde mich mal hier ausloggen und dann hier speichern. Ich habe aber auf einem festen Boden ein besseres Gefühl, nicht, dass mir der Anzug wegbackt. Guti, bis zum nächsten Mal. Tschüss.